Was bietet die Studienstiftung? Die Studienstiftung bietet vor allem Förderung in Form von Seminaren, die regelmäßig stattfinden, zu Themen, die disziplinär, aber auch interdisziplinär sein können. Vor allem aber ist es so, dass die Studienstiftlerinnen und Studienstiftler jeweils eine eigene Mentorin oder einen Mentor erhalten, der sie durch das Studium begleitet und entsprechend auch fördert und informiert. Und sie nehmen teil auch an größeren Gruppen, die von führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in diesem Land begleitet werden, wo in der Regel etwa 10 Geförderte regelmäßig zusammenkommen. Diese Seminare sind für uns ganz besonders wichtig und all diejenigen, die das interessiert, können schon auf der Homepage der Österreichischen Studienstiftung sich einen Eindruck verschaffen über die ersten Winterseminare, die schon stattgefunden haben. Uns ist es sehr wichtig, dass sich möglichst viele junge Menschen hier engagieren, die besondere Interessen haben, ein besonderes Engagement zeigen. Deswegen ist es auch möglich, sich selbst zu informieren über die Geschäftsstelle. Wer wissen will, wie das denn in der Studienstiftung so zugeht, kann sich auch schon mit Studienstiftlerinnen und Studienstiftlern in Kontakt setzen, die bereits aufgenommen worden sind. Es ist eine Initiative, die ganz am Anfang steht. Es ist eine Initiative, die auch ganz stark davon lebt, was die Menschen, die an ihr beteiligt sind, einbringen. Und das sind auf der einen Seite die Geförderten, also die Studienstiftlerinnen und Studienstiftler, und auf der anderen Seite jene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich als Betreuungsdozentinnen und Dozenten hier engagieren. Wir freuen uns auch ganz besonders auf Anregungen. Wir sind eine sehr junge Equipe, die das angeht, und besonders freuen würden wir uns auch über Ihre Bewerbung.